Auch in diesem ersten Jahr nach Gründung hat das Team des MCO eine Vielzahl an hochwertigen Imagefilmen fertiggestellt. Ein Highlight sicherlich der Beitrag zum Thema klimaneutrales Wohnen für die TUI. Ob Musicals, Blues Combos, Soul Big Bands und Rockabilly-Besetzungen. Oder Aufführungen der LAK mit fast 100 Beteiligten. Im ersten Jahr haben viele begeisterte Besucher die Lokalitäten des MCO schätzen gelernt. Ein neues und wichtiges Thema im abgelaufenen Jahr war die Entwicklung von Internet-Fernsehformaten für unsere Plattform NordseeTV. Zum Beispiel unsere Sendung für Jugendliche, Was geht? Der Aufbau eines eigenen Fernsehgarten und das Stadtfernsehen Norden waren Schwerpunkte. Vor uns liegen Dreharbeiten für den Ausbildungsführer Norden. Das ist einfach fast so dort wohnen, wo andere Urlaub machen. Ein digitales Musikstudio lockte 2011 viele Bands und Songwriter ins MCO, um unter professionellen Bedingungen und mit viel Know-how zu produzieren. Die Erfolgsgeschichte des MCO hat gerade erst angefangen. Wir freuen uns auf die Zukunft.